say, aye. Is the world moving fast for you as well? And yo, I can't tell if it be only me. Missed another birthday with shelling overseas. Photo with police on my road, belly of the beast. I've been hidden in the east, so I'm on my P's and my Q's, trying to find a piece of my youth. Cause on them late nights we be getting bruised. The people wanna dance, they don't wanna hear the truth. They got no loving for none on the news. Sorry Alpha, but they won't listen if I sing the blues like a. And yo, we learned nothing from the crud. We just lost a lot of figures in the city that we love. Yo, it's bugged, cause they be looking to above. And I'm like, bruv, look at what's in front of you. Look at what love can do, look how they corrupted you. Tryna put trust in any other instead of trusting you. Ah, the world moving fast for you as well. And yo, I can't tell if it be only me. And yo, I can't tell if it be only me. Is the world moving fast for you as well? And yo, I can't tell if it be only me. Is it only me? I still got this bad taste in my mouth. Still the most hated face in the south. I'm still trying to find the grace in my house. But I made it out, picking up the pace and I bounce. Alright, just shut your mouth. Yo, I was living in drought. It's a wonder not one of us was drowned. Yo, they were walking past, but couldn't help a brother out. So I had to stack my money and make my mother proud. Nobody does it, so I did it by myself. I see my brother's ashes sitting on my shelf. Trust, collecting dust, but yo, I didn't scream for help. Sure, the championship running, I was coming for the belt. Yo, I want it all. I want the money and the fame, the funny and the pain. Want the summer in the rain. Yo, I want it all until there's nothing that remains. If I didn't make the currency, at least I made a change. Is the world moving fast for you as well? And yo, I can't tell if it be only me. And yo, I can't tell if it be only me. Is the world moving fast for you as well? And yo, I can't tell if it be only me. Is it only me? Gruppenspiel Nummer 1 bei dieser WM. Für die beiden geht das Turnier heute los. Die Mission WM. Sie kann. Willkommen, liebe Zuschauer, hier im Lusail Stadium. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Ich bin Wolf Fuß. Gemeinsam mit Frank Buschmann werde ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Wir zeigen Ihnen heute das erste Gruppenspiel dieser Weltmeisterschaft. Die Schweiz gegen Kamerun. Das sind zwei Mannschaften, die in diesem heutigen WM-Gruppenspiel. Das ist jetzt eine Chance. Ah, wichtiges Tor. Er macht die frühe Führung. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Elvedi. Den Ball hat er. Gut dazwischen gegangen. Gefährlich, der Steilpass. Da müssen sie mehr draus machen. Abseits. Ja, wir haben es gesehen. Der Steilpass kommt einen Sekundenbruchteil zu spät. Das ist ärgerlich. Da war mehr drin. Gut den Ball abgefangen. Spiel 1 also in dieser WM-Gruppe. Ich glaube, das ist eine spannende Gruppe. Und das wird heute auch ein sehr interessantes Spiel. Wen siehst du als Favoriten? Für mich sind die Brasilianer schon die Mannschaft, die es zu schlagen gilt. Das ist ein toller Kader, haben eigentlich alles drauf, haben auch Selbstvertrauen, um sich in dieser Gruppe durchzusetzen. Ball bei den Schweizern. Super. Jetzt der Schuss. Toll gehalten von Onana. Ecke kommt. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Nein, keine gute Befreiung hier. Xherdan Shaqiri. Schöner Kopfball, aber nicht das Tor. Ball geht haarscharf drüber mit ganz viel Pech. Das macht er gut. So, was machen Sie draus? Ballverlust durch die Schweiz. Ist
Steven Zuber. Shaqiri. Onana macht zu. Das muss es fast sein. Die Szene noch nicht vorbei. Shaqiri! Kein Tor. Da lassen sie eine gute Chance liegen, sich hier weiter abzusetzen. Ja, das wäre wichtig gewesen. So bleibt es erstmal weiter spannend. Ich glaube, diese Szene ärgert sie. Sauber gelöst. Er holt sich den Ball. Kollegen bieten sich an. Xherdan Shaqiri. Das sieht gefährlich aus. Die Hechtparade von André Onana. Ecke Shaqiri. Sie bekommen den Ball nicht raus. Nee, sie müssen einen neuen Anlauf nehmen. Gute Aktion. Super. Sambo Anguissa. Die Schweizer haben den Ball. Renato Steffen. Und jetzt die Chance. Das ist gut verteidigt. Ja, mit viel Übersicht. Den spielt er gut. Er macht das Tor und bringt sie hier mit 2 Toren in Führung. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Und jetzt Ricardo Rodriguez. Das wird Einwurf geben nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Es wird jetzt hier gewechselt. Xherdan Shaqiri. Steven Zuber. Schön zugemacht. Da kommt der Pfiff. Das war's also. Die erste WM-Gruppenspiel Nummer 1. Los geht's mit Durchgang 2. Steven Zuber. Ricardo Rodriguez. Er versucht's. Verhindert erstmal das Tor, aber es bleibt wohl gefährlich. Ja, schön geklärt erstmal. Die Gefahr bereinigt. Die Rufe der Fans. Schieß, schieß, schieß. Sieht nach einer guten Chance aus. Sie gehen dazwischen. Oh, das könnte was werden. Sie bekommen ihn nicht in den Griff heute. Das war der dritte Streich. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3-0. Freuler. Jetzt die Hereingabe. Torgefahr sieht anders aus, das war nichts. Kein guter Kopfball aus der Szene, müssen sie mehr machen. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Weiter die Schweizer, Vorteil. Sie können kontern. Ganz stark.
Sie üben schon früh Druck aus. Was kommt jetzt für eine Entscheidung von ihr? Sie werden hier wechseln. Jetzt Rodriguez. Granit Xhaka. Jetzt können sie es machen. Da ist er mit dem Block zur Stelle. Aboubakar. Sauber vom Ball getrennt hier. Toller Pass. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Und das nächste Tor, das ist natürlich stark. Sie lassen nicht nach, erhöhen damit auf 4 Tore Vorsprung. Sie liegen deutlich vorn. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Starkes Tackling hier. Ricardo Rodriguez. Gehalten, da zeigt er sein Können. Ecke Shaqiri. Kein Problem für Onana. Regulär sind es noch 7 Minuten. Das macht er gut. Langsam wird es gefährlich. Schönes Dribbling. Da haben sie die Chance. Er versucht's, aber der Ball geht doch weit vorbei. Wir sehen den Wechsel. Toko Ekambi. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Guter Steilpass hier. Er spielt den Ball. Gefährlich! Gehalten. Macht er gut. Die erste Parade ist einfach nicht gut genug. Das war zu sehen und dann machen sie das Tor doch noch im Nachschuss. Da hören wir den Schlusspfiff. Die Gastgeber haben dieses Spiel also gewonnen. Tolle Leistung heute. Das Ergebnis spricht Bände. Waren kaum Schwächen.